Geil, dass du wieder eingeschalten hast. Zu einer weiteren Folge von Legend of Ashun. Und wer die letzte Folge nicht gesehen hat, dem empfehle ich sie wärmstens, sich anzuschauen, denn wir haben einen Drachen getötet. Und wir haben diese wunderschöne Drachenschuppenrüstung erhalten, ja, die ihren Dienst verrichten wird. Ja, ich bin mir sicher. Und in dieser Folge schauen wir mal ans Log. Wir haben so gut wie alle Nebenquests erledigt, aber es wird bestimmt noch einige geben, die ich noch gar nicht gefunden habe. Bin ich mir sicher. Diese Quests aus den alten Schriften. Vanadium hatte einen Lehrling namens Lu. Dieser hatte vor einigen Jahren eine Pflanze gefunden, die sich auf die Beschreibung in Oculus alten Schriften zutrifft. Ich sollte diesen Lu mal suchen. Vielleicht lebt er noch. Vanadium hat ihn einmal damit einen Banditen gesehen. Ansonsten, die Pflanze habe ich ja. Die Feuerwaranzungen habe ich noch nicht. Drachenwurzeln habe ich schon. Ich habe irgendwann mal eine Liste gehabt. Hier. Ich brauche noch dreimal Drachenwurzeln und eine Feuerwaranzunge. Das ist jetzt die große Price-Question. Ich mache nochmal kurz einen Abgleich, ob das noch so stimmt, diese Daten. So, die Drachenseele habe ich. 12-mal Feuerwurzeln. Auch am Start. Sehr gut. Brauche ich noch eine Feuerwaranzunge und eine Drachenwurzel. Also bei der Drachenwurzel, da könnte ich jetzt nur versuchen, bei Alchemisten nochmal oder Händlern nachzufragen, ob die denn nicht vielleicht eine haben. Bei der Feuerwaranzunge sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich ein, das zu lernen, das Talent. Ich will erstmal versuchen, das irgendwo bei Händlern zu finden. Und daher muss ich mich jetzt bei Jägern erstmal rumfragen. So, der Otscher hat mir gezeigt, wie man... Hat mir die Rüstung gebaut, genau. So, die handeln aber nicht. Bei Otscher muss ich jetzt aber trotzdem nochmal nachfragen. Kannst du mir was über das Jagen beibringen? Klar könnte ich dir das Abziehen von Tierfällen, das Hacken von Klauen und das Ziehen von Zähnen zeigen. Hat seine Gegenleistung. Was willst du lernen? Okay, Feuerzunge, ein Lernpunkt. Ja, das... Die Zunge von einem Feuerwaran schlägst du mit einem Messerhieb aus dem Maul, während du sie mit der anderen Hand festhältst. Das ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Der eine Lernpunkt tut mir nicht weh und jetzt haben wir wieder genau 20 Lernpunkte. Ich bin ein Freund davon, wenn das immer so gerade Lernpunktzahlen sind, die immer auf 0 oder 5 enden. Ich mag das eigentlich nicht so, wenn das so total ungerade Zahlen sind. So, die Sache ist jetzt natürlich, wenn ich bei einem Jägerlager wie diesem keinen Händler finde, der mir eine Feuerzunge verkaufen kann, ist das echt ein Armutszeugnis. Das bedeutet, ich muss irgendwo anders kaufen. Ich versuche es trotzdem erstmal über einen Händlerweg zu kriegen, weil ich glaube, da bin ich immer noch schneller, als wenn ich jetzt durch die Welt ziehe und irgendwo Feuerwarane suche. Im Ödland hätte ich wahrscheinlich noch bessere Karten, aber da sind kaum Feuerwarane gewesen und die sind ja auch schon alle tot. Ich würde es jetzt nochmal versuchen, auf jeden Fall im Hafen erstmal, vielleicht bei den Händlern, vielleicht durch Zufall hatte ich mal eine Feuerzunge gehabt und habe die dort verkauft. Das kann ja sein. Ja, also wir machen jetzt erstmal eine große Shoppingtour, aber drei Drachenwurzeln, alter Schwede. Wo ich die jetzt oft kratzen soll, das wird schwer. Bei einem Alchemisten habe ich die Hoffnung. Samuel, zeig mal. Was hast du anzubieten? Seit. Den Rohstall ziehe ich mir erstmal. Ich brauche wieder ein bisschen Gold. Nee, du hast nichts, was ich brauche. Buttertränenpfeffer, Zucker. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Bei Tränke hast du. Du hast Tränke. Und ich habe einiges an Scheiße, was ich nicht brauche, ne? Lass uns mal abwarten, was daraus Schutz. Wird. Amulett der Einsamkeit. Das könnte nochmal wichtig werden. Das klingt besonders. Den Überseehandel so, Geschicklichkeitsringe können weg.
Da, den behalte ich mal noch. Mariels Ring ist ein Questring. Ja, ist keine Zweck. Ring der Unbezwingbarkeit, halt. Ring der Kraft. Jägerring behalte ich noch. Ring der Warnstärke behalte ich noch. Okay, und was war das hier für ein Amulett? Und zwar Waffe, komm weg. Der war doch sturzbetrunken. Brawler-Rüstung könnte ich jetzt an sich auch mal verkaufen, aber ich behalte die mal noch. Klamotten könnte ich immer noch sammeln, so, aber dich mache ich jetzt zu einem Waffenhändler. Alter, diese Axt, Junge. X-Hammer könnte ich irgendwann verwenden, vielleicht noch. Das kann weg, weil Zweihand. Mit hier kann man sowas nicht machen. Das kann weg. Ich sortiere jetzt halt mal ein bisschen aus. Bartaxt. Das Schwert hat mir echt gute Dienste geleistet. Über Seehandel können wir ganz vergessen. Distanzweihänder, Machete, Flankenbrecher, ganzen Ork-Waffen. Das kann alles weg. Alter, was ich für Waffen gesammelt habe, das ist ja unnormal. Ich führe ja einen Großhandel mit mir, Alter. Auf meinem Rücken so. Ein ganzes Gebäude an Groß, so ein Großhandelsgebäude für Waffen und allerlei. So. Jetzt habe ich wieder 5000 Ruperi. Das, was ich gerade ausgegeben habe, habe ich jetzt alles wieder reingeholt. Und Tränke kaufe ich mir dafür. Okay, da die 10 will ich mir eigentlich auch noch holen. Denn es wäre auch, Calvin Argun hat geschrieben noch, es wäre doch sinnvoll, eine Heilrune noch zu organisieren. Und da hat er recht. Eine Heilrune ist wirklich sinnvoll. Den Helm behalte ich safe noch, den Götzenhelm. Der wird nicht verkauft. Alles, was mit Zauberei zu tun hat, würde ich jetzt auch mal behalten. Jessen haben wir besiegt, das kann weg. Deckbrief. Gesucht wird ein gewisser Claw und dessen Banditenbande. Aha. Claw. Den habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht finde ich dort noch was über Lou raus. So, Feldräuberzahlen kann weg. Krallen kann weg. Krokodileier. Behalte ich erstmal noch. 8 Sägen. Ach ja, die Wurfmesser. Das ist eine Quest auf jeden Fall. Aufgeladener Sturmkristall. Ja. Behalte ich jetzt auch einfach mal noch. Eisenerzbrocken behalte ich mal noch. Die Schale kann weg. Verdauter Kristall. Hervis-Münze. Wer war denn nochmal Hervis? Nägel, roter Tränenpfeffer, Ziegenfell. Hat man eine Ziege getötet? Mist, den Obsidianblock hätte ich vielleicht nicht verkaufen sollen. Aber ist egal. Hautstümpfer kann weg. So, jetzt habe ich doch eigentlich genug Gold nochmal zusammengeschürft, um hier alle Tränke zu kaufen. Super. Okay. Die Feuerwaranzunge hatte er trotzdem nicht gehabt. Bedauerlich, vielleicht Isere. Irgendwas Neues im Sortiment? Sie selbst. Boah, oder vielleicht haben die eine Drachenwurzel zum Verkaufen. Das wäre ja noch geiler. Aber das ist hier auch nicht der Fall. Okay. Wobei, warte mal. 10 Äpfel. Irgendwas Neues? Sie selbst. Gib mir deine Äpfel. Vielleicht hatte der andere auch noch Äpfel gehabt. Ich brauche die Äpfel, um nochmal einen Stärkebonus abzugreifen, denn aller 25 Äpfel. Mich fragt ja keiner. Was hast du anzubieten? Gibt's einen Stärkebonus. Vielleicht hatte der auch noch Äpfel gehabt. Jetzt hat er erstmal mein ganzes Inventar hier, Alter. Glückwunsch. Nee, Äpfel hat er aber keine. Okay. Kein so. Wasser weit und breit. Das heißt, hier im Hafen haben wir die Händler abgeklappert. Ich glaube, hier gibt's jetzt niemanden mehr, der mit mir handeln kann. Was jetzt möglich wäre noch, das Jägerlager vor der Stadt, wo Triss ist. Da könnte ich jetzt theoretisch als nächstes fragen. Wo sind mein kleiner Teleportwürfel? Ach, da ist er. Ein süßer Schatz. Der war doch sturzbetrunken. Hey, ich bin immer nüchtern, ja? Okay. Gut, boah, ich weiß nicht, die drei Drachenwurzeln, das wird, glaube ich, am heftigsten. Aber hey, du bist doch Alchemist, oder? Lass mich mal deine Ware anschauen. Fisch, frischer Fisch. Kommt und betrachtet meinen Fisch. Das freie Lager wird nicht mehr so weitergehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Am Morgen gefangener Süßwasserfisch, köstlich wie nirgendwo sonst.
Die exotischen Waren können wir ja jetzt. Wäre ein voll geiles Feature, ob ganz, wenn man bei Händlern Aufträge viel geben könnte. Dabei. So sagen könnte, ja, ich bestelle 3 Drachenwurzeln. Man sagt, ja, das wird schwierig. Warte eine Woche. Kommt dann wieder, dann habe ich die Ware. Oder irgendwie sowas. Dann hat er das im Angebot oder so. Das wäre noch ziemlich geil. Kommt, Leute, alles flash, alles günstig. Du hast Äpfel. Die nehme ich mir. Ansonsten. Boah, das ist also eine Feuerwaranzunge. Und 3 Drachenwurzeln. Das wird heftig. Aber wir haben ja noch einige Händler über. Vielleicht kriegen wir das irgendwie noch zusammengekratzt. Komm schon. Du hast Zähne, aber keine Feuerwaranzunge als Abenteurer. Das ist natürlich bitter. Also an deiner Stelle würde ich mir echt mal Gedanken über dein Sortiment machen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Du hast eh nur Bücher, Quichot. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Hänger. Was hast du denn noch mal gehabt? Aber gern. Och, ne, das ist auch so eine der dümmsten Fragen, die man als Kunde einem Händler stellen kann. Es ist doch offensichtlich, dass der an einem Marktplatz steht und seine Waren feil bietet und er fragt ihn, willst du handeln, Alter? Das ist so dumm. Nein, ich stehe hier nur zum Spaß. Das ist wie hier. Wenn ein Verkäufer im Laden steht, offensichtlich, weil er eine Weste, ein Hemd oder sonst was trägt, was ihn mit dem Laden verbindet und vorm Regal steht und Dinge einräumt, da kommt ein Kunde und fragt, arbeiten Sie hier? Ich würde mir gerne deine Ware anschauen. Die exotischen Waren können wir ja jetzt vergessen. Also Leute, wenn ihr irgendwo in einem Geschäft seid und ihr seht einen Mitarbeiter vorm Regal und er räumt was um oder ein oder sonst was, geht bitte nicht hin, und um ihn zu fragen, ob er dort arbeitet. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Das ist so ziemlich das Dummste, was man machen kann. Ja, gut. Komme ich denn jetzt ins... Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich ins obere Viertel komme. Also ich frage jetzt nochmal den Argos, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es im oberen Hürtel... Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Im oberen Hürtel, vielleicht gibt es im oberen Hürtel noch einen Händler. Ach, guck mal. Man muss eben die Wachen sagen, du kannst mir Zutritt zum oberen Viertel verschaffen. Die kochen wir gut, durch die Zölle. Deine Taten sind eindeutig. Du warst eine echte Hilfe bei der Expedition. Wo bleiben denn die Schiffe? Die kochen wir durch die Zölle schon weich. Das sieht auch richtig ärmlich aus, weißt du so? Das sieht so aus, als ob die zwei sich da unterhalten und die steht daneben und labert irgendwas dazwischen, so. Man muss eben aufpassen, dass man so rumerzählt. Weißt du, die denkt sich so, bitte, bitte nimm mich am Gespräch mit teil. Ich will doch teilhaben am Gespräch. Und die beiden so, das soll irgendwo im Norden geh doch einfach. So, ungefähr. Ehrlich. Tolle Sache. Im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Richtig schön abgelesen, Junge. Habt ihr das gerade gehört im Hintergrund? Wird das so vor der Kabine gesagt haben. Die im freien Lager denken auch, was sie wollen. Herrlich. Dieses Spiel macht mich schon wieder fertig, ja, aber komplett. Geil. Schöne Sache. Schöne Sache. Gut. Dann probiere ich es jetzt nochmal mit dem oberen Viertel. Ich hoffe, die Wache wischt mich nicht windelweich. Das wäre unschön. Gregorius Emanuel Stahlbart. Hallo, wer bist du? Ich glaube nicht, dass dich das interessiert. Geh und mach etwas Sinnvolles. Sehr wohl. Naja, vielleicht gibt es jetzt hier im oberen Viertel einen Händler, der mir hoffentlich 3 Drachenwurzeln und eine Feuerwaranzunge verkaufen könnte. Das wäre super. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass es hier so einen gibt wie den Luthero, zum Beispiel aus Gothic 2, der am oberen Viertel gammelt, der so ganz exquisite und seltene Sachen vertickt. Kann ich da jetzt rein, oder? Kann ich passieren? Siehst gut aus. Du kannst passieren. Dankeschön, schöner Mann. Wir können uns später nochmal... Alter, ist der kleiner?
Jetzt doch nicht. Der sah gerade aus im Dialogfenster, als ob dein Kopf kleiner wäre. Spult nochmal kurz zurück und guckt euch das nochmal an. So. Man hat mir gesagt, hier gibt's Quests und besondere Dinge. Vielleicht gibt's hier so einen Nobelpuff oder so. Wo man erstmal 1000 Goldstücke, 1000 Romperi Eintritt zahlen muss, um seinen Spaß zu haben. Syrah, was geht? Syrah, was geht? Du Alkoholiker. Du hast ein Alkoholproblem. Ich bin dein Präventivmaßnahmenlehrer. Anscheinend doch nicht. Wer bist du? Du bist die Tochter, habe ich recht? Nee, du bist das Dienstmädchen. Oha. Hallo, was machst du hier? Ich arbeite den ganzen Tag für meine Herrin. Was anderes machst du nicht? Wenn ich am Ende des Tages Brot auf meinem Holzteller haben will, dann nicht. Wie ist das Leben auf Asun? Solange es hier friedlich zugeht, kann ich mich nicht beklagen. Lediglich der aufkeimende Konflikt zwischen Fürst Albrecht und Wulfgar könnte Ärger bedeuten. Und? Wie ist die Arbeit so? Hart, aber ich kenne es nicht anders. Es ist das, was ich tun muss, um hier in Frieden zu leben. Weißt du, was noch hart ist? Okay. Du bist die Herrin dann, nehme ich mal an. Er hat direkt die Sprache verschlagen bei dem schönen Spruch, den ich gerade geliefert habe. Na bitte, geht doch. Da habe ich delivered, ja. Muss man jetzt einfach mal sagen, da habe ich delivered. Wer bist du? Boltan. Aber den hat es direkt auch die Sprache verschlagen. Ja, hier ruckelt es aber ganz schön. Dandarius, du siehst doch aus wie so ein Exquisitenhändler. Hallo, wer bist du? Ich bin Dandarius, halbwegs seniler Ehemann und einziger Schmuckhändler der ganzen Insel. Heißt das, du verkaufst Amulette und Ringe? Haarscharf erkannt, jedoch biete ich auch noch viele andere Kostbarkeiten an, die wohl eher weniger etwas für dich sind. Das wäre? Schmuckkästchen, Silber- und Goldbecher. Das interessiert mich wirklich nicht so sehr. Bietest du noch anderen Schmuck an? Ja, seit kurzem gibt es bei mir auch was ganz Neues. Am besten du betrachtest meine Prachtstücke von Armreifen, die ich mit dem letzten Schiff einkaufen ließ. Hier auf Asun gibt es leider niemanden, der solch schöne Arbeit machen könnte. Was mit Donatello? Du hast sie importieren lassen? Genau, in Chimera gibt es da diesen raffinierten Goldschmied, der Edelsteine in gewöhnliche Armreife einsockelt und sie dann von den dortigen Magiern verzaubern lässt. Interessant. Zeig mir deinen Schmuck. Gerne, schau dich ruhig um. Vielleicht hat er jetzt witzigerweise 3 Drachenwurzeln und eine Feuerwehranzunge im Angebot. Ja. Oh, das Amulett ist tatsächlich sehr interessant. Boah, Amulett, der macht 8 Geschick und 8 Stärke. Das hier sieht gut aus. 30 Lebensenergie und 10 Mana. Das könnte mir wirklich noch sehr nützlich sein. Oha, Armreif. Geil. Da könnte ich mir wirklich einfach noch rauslassen. Interessant. Die astrale Stärke. 20 Mana Bonus. Sehr geil. Brauche ich. Brauche ich. Schatulle. Cool. Ich werde auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das in der Folge mache, muss ich gucken. Werde ich nochmal ein paar Schwerter schmieden, ein bisschen Rohstahl habe ich ja. Und dann, wieso habe ich diese Axt hier eigentlich noch? Kann mir das mal einer verraten? Warum habe ich die nicht verkauft? Da 2 Hand, brauche ich da nicht. Hast du was für mich zu tun? Immer doch. Einer meiner Kunden verlangte kürzlich nach 2 Trollhäusern und einem besonderen Trollfell. Er hat ausdrücklich gesagt, dass er nicht das Fell eines normalen Trolls haben will. Ich glaube, er will sich eine starke Lederrüstung anfertigen lassen. Gibt es auf Asun überhaupt Trolle? Ja, die gibt's. Auf dem Festland Lalvaniens sind sie meines bescheidenen Wissens nach fast ausgerottet worden. Ja, es muss noch welche geben. Der Jäger Pato hatte mal was davon erzählt, dass es sogar eine ganze Horde davon gibt. Weiß, wo die ist. In manch einer ruhigen Nacht kann man sogar das Brüllen eines besonders großen Trolls vernehmen. Okay, alles klar. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich hatte schon vermutet, dass ich da nochmal hinkehren muss. Ja. Gut, aber der Armreif, der interessiert mich. Den merke ich mir schon mal vor hier an der Stelle. Super. Gute Sache. Boah, jetzt, also hier oben ruckelt es jetzt echt abnormal. Das ist ja wirklich krass. Oben ruckelt es doch sehr abnormal.
Okay, das ist krass. Hier oben muss viel berechnet werden, also ruckelt es auch. Beziehungsweise es läuft nicht wirklich flüssig auf 30 Frames. Jetzt bleibt sogar ganz stehen. Okay, krass. Okay. Danke. Ich komme gerade überhaupt nicht damit klar. Wer bist du? Forion. Hey. Hallo, wer bist du? Ich bin Forion, adliger Asuns. Was führt dich hier zu uns ins obere Viertel? Hast du etwas für mich zu tun? Tja, da wäre schon etwas. Nur weiß ich nicht, ob du dafür stark genug bist. Tja, wieso finden wir es nicht heraus? Gute Idee. Mir fällt auch schon direkt ein, wie wir das überprüfen können. Früher wurden oft Spaziergänge im Süden der Insel gemacht. Leider ist es heute in dieser Gegend viel zu gefährlich geworden. Man ging bevorzugt den Fluss hoch, wenn man vorm Hafen stand. Nach einer Weile kommt man heutzutage an einem Jägerlager vorbei. Damals wurde etwas weiter rein ein Degen verloren, doch mittlerweile müsste er vom Rost zerfressen sein. Und du willst die Waffe wiederhaben? Aber nein, mit dem alten Teil kann ich nichts mehr anfangen. Jedoch ist eine mehrstellige Zahl in den Knauf eingraviert. Wenn du sie mir sagen kannst, dann kommen wir zu deiner eigentlichen Aufgabe. Aber sehr vorsichtig. In der Gegend, in der die Waffe verloren wurde, haben sich Trolle angesiedelt. Alles klar. Nicht, dass du mir verreckst, bevor du mir helfen kannst. Jetzt haben wir schon zwei Quests, die uns dahin führen. Finde ich gut. Finde ich gut. Nicht schlecht. Freut mich. Hey Junge, warte mal. Was ist los? Du siehst genau richtig aus, um ein Problem zu lösen. Okay. Um was geht es? Ich und meine Kameraden aus der Händlerzunft werden betrogen. Wir benötigen jemanden, um eine Nachricht zu überbringen. Wenn nötig, mit Nachdruck. Gut, was soll ich tun? Jaromin, unser Wirtschaftshelfer, wie er sich nennt, verlangt von uns Geld, damit er in Ruhe am Hafen herumsitzen kann. Seitdem er da unten herumfuscht, ist der Betrieb ganz zum Erliegen gekommen. Nicht nur, dass er dafür auch noch Geld verlangt, nein, Jaromin besitzt auch noch die Frechheit, die letzten paar Geschäfte in seine eigenen Taschen zu stecken. Und nun würde ich dich bitten, ihm klarzumachen, dass wir ihn nicht mehr bezahlen und dass er von da verschwinden soll. Nebenbei soll er einen Teil seiner ergaunerten Geschäfte an uns abgeben. Wenn nötig, mit Nachdruck. Ja, stehe, bist du Händler? Warte mal. Ja, weil der hat gerade Händlerzunft gesagt, also habe ich gehofft, dass er so ein Händler ist, der irgendwelchen geilen Scheiß vertickt. Hier alle Dienstmädchen haben, aber hier oben leckt's brutal, Alter. Na bitte, geht doch. Hier läuft ja gar nichts, ey. Das ist ja übel. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Das leckt ja hier überheftig. Ja, krass. Muss ich mir was einfallen lassen irgendwie für die nächste Folge. Und das hier sieht aus wie das Rathaus. Geh da mal rein. Boah, heftig, wie das leckt, Alter. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist, wie man in Fachkreisen sagen würde, belastend. Wobei, hier geht's wieder einigermaßen. Hey! Komm schon, sag mir, dass du ein krasser Händler bist. Du siehst ziemlich fertig aus. Natürlich! Ist doch nicht verwunderlich! Ich bin völlig fertig! Hab ich doch gerade gesagt. Wo drückt denn der Schuh? Verdammt, Mann! Ich geh bald bankrott! Ich brauche dringend Geld. Wenn ich nicht bald einige Rupere zusammenkratzen kann, um neue Waren zu kaufen, werden meine Kunden ihre Aufträge zurückziehen. Verstehe. Du bist also Händler. Womit handelst du denn? Ich vermittle einige sehr seltene alchemistische Zutaten an die besten Alchemisten der ganzen Insel. Okay, doch, das ist gut. Welche denn zum Beispiel? Ich glaube kaum, dass ein Laie wie du etwas mit den Namen von so exotischen Zutaten überhaupt anfangen kann. Von den alchemistischen Eigenschaften und dem Zubereiten ganz zu schweigen. Ich verstehe schon. Dann lasse ich dich mit deinen tollen Geschäften mal alleine. Warte doch. Du könntest mir doch beim Geschäftemachen helfen.
Wobei brauchst du denn meine Hilfe? Naja, meine Geschäfte liefen in letzter Zeit nicht besonders gut. Ich bin noch nicht lange dabei und bei vielen der hier ansässigen Alchemisten habe ich es bereits verscherzt. Ich bin wohl nicht besonders talentiert im Kundengespräch. Nee, hat man gerade gemerkt. Was du nicht sagst. Ja. Auf jeden Fall habe ich bereits einen neuen Abnehmer für meine Waren gefunden. Irgendeinen reichen Alchemisten, der zurückgezogen in den Wäldern lebt. Er hat jetzt seine erste Bestellung bei mir in Auftrag gegeben. Doch mir fehlt das Geld, um ihm die Ware sicher liefern zu können. Und du willst jetzt, dass ich ihm das Paket bringe? Nein, du würdest den Weg dorthin sowieso nicht finden und das Paket unterwegs sicher verlieren. Wie gesagt, er lebt sehr abgeschieden im Ödland. Ich werde eine kleine Karawane mit einem ortskundigen Führer hinschicken. Doch diese wollen natürlich auch bezahlt werden. Und da kommst du ins Spiel, mein Freund. Kenn mich doch bestens im Ödland aus, Mann. Ich kann dir nicht ganz folgen. Du leihst mir einfach etwas von deinem Gold. Ich bezahle die Boten. Und wenn die Ware dann geliefert wurde, teilen wir die Bezahlung untereinander. Und wie viel bekomme ich dafür? Wir teilen den Gewinn zu gleichen Teilen. Ganz brüderlich. Na gut, wie viel brauchst du? Für den Anfang sollten 50 Rupiere genügen. Ich zahle 50 Rupiere von mir noch oben drauf und wir kriegen dann eine Bezahlung von 150 Gold. Er will noch nicht sonderlich viel bestellen, hat aber angekündigt, in nächster Zeit größere Mengen anfordern zu wollen. 50 Rupiere, das ist nicht gerade wenig, wenn man bedenkt, dass ich dich nicht kenne. Aber du bekommst ja alles wieder zurück. Plus 25 Rupiere und Gewinn aus dem Handel natürlich. Ist doch fair, oder? Lächerlich wenig, hier komm. Hab ich sogar okay, noch über. Hier sind deine 50 Rupiere. Ich hoffe, dass du die Kohle nicht in den Sand setzt. Keine Sorge, mein Freund. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Gib mir einen Tag. Dann sage ich dir, wie es gelaufen ist. Harry, das ist ja lächerlich. Ich dachte, jetzt kommen irgendwie 300 oder so. Hey. Aber als Händler handelst du nicht. Sitz lieber an deinem Sessel und liest ein Buch. Finde ich gut. Wer bist du? Schade. Wer bist du? Schreiberling. Die haben eine Ente hier. Wie geil. Die Ente ist ja stabil. Super. Gefällt mir. Ja. Ich habe jetzt hier oben noch keinen Kuriositätenhändler gefunden. Leider. Der mir vielleicht hätte eine Drachenzunge oder hier eine Drachenwurzel verkaufen können. Na gut. Aber wir haben jetzt Quests. Drei Quests, die uns in den Hafen und zu den Trollen führen. Machen wir. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge einschalten würdet. Dann werde ich mich wahrscheinlich hier erstmal noch im oberen Viertel durchquatschen. Ja. Und bis dato. Macht's gut und ciao.